Von daher machen wir jetzt erstmal das in Anführungsstrichen kleine Tutorial weiter, weil es ist hier noch immer so mehr oder weniger ein ganz klein bisschen Tutorial. Ja, wir sind jetzt in der Stadt Neverwinter. Willkommen auf dem Marktplatz der sieben Sonnen. Der Basar ist auch auf ihrer Karte gezeichnet. M drücken. Okay. Hier haben wir die Karte. Auktionshaus, Händler für Berufe und so weiter. Da kommt vielleicht noch später dazu, weil Berufe können wir eh erst ab Level 10 machen. Wir sind jetzt gerade mal Level 4. Und in der Stadt drin ist es so, als wenn du draußen am Lagerfeuer stehst, sprich, deine Gesundheit regeneriert sich und ich glaube, du kriegst sogar den Buff. Bin ich mir aber gleich gerade nicht so sicher. Auf jeden Fall regeneriert sich deine Gesundheit, so unsere Gesundheit. Und ja, jetzt machen wir uns auf den Weg zu Feldwebel Nox, von denen wir unsere erste Aufgabe in Neverwinter erhalten werden. Und wir können auch währenddessen immer wieder ein bisschen mit Sliden schneller vorankommen. Und auch dran vorbeilaufen, wo wir hin müssen. Wie wir sehen, unten im Chat ist fast eigentlich nur Englisch, weil es gibt noch keine deutschen Realms und keine englischen Realms getrennt. Ich weiß auch gar nicht, ob das irgendwann jemals kommen wird. Aber ist ja auch egal. Der Chat da unten ist erstmal egal, vor allem für uns, da wir Level 4 sind. So, wie wir sehen, hier ist ja schon einiges los und wir müssen mit Feldwebel Nox reden. Die Protectors Enclave braucht eure Hilfe. Die Brücke des schlafenden Drachen. Wulfred ist tot. Himmel und Hölle, er war zu jung für so einen Tod. Ich möchte euch für eure Taten auf der Brücke danken. Vielleicht wäre sogar die Protectors Enclave gefallen, wenn der Vorbote die Mauer überwunden hätte. Bitte nehmt euch aus der Kiste hinter mir ein Zeichen meiner Anerkennung. Weiter. Danke, Feldwebel. So, dann dürfen wir erstmal hier hinten aus der Kiste was rausholen und das ist das Lehrlingssymbol. Das ist einfach nur eine neue, in Anführungsstrichen, Waffe für uns. Und direkt reden wir wieder mit Feldwebel Nox. Wenn er denn möchte. Die Brücke des schlafenden Drachen abgeschlossen. Wir haben heute viele gute Leute verloren. Und die Tatsache, dass der Vorbote so nah an der Mauer erschienen ist, stellt die Sicherheit der Enklave in Frage. Quest abschließen. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Beim Versorgungsfeldwebel erhalten Sie modische Kleidung. Ihr habt sicherlich einen großen Teil eures Besitzes verloren, als das Schiff, auf dem ihr gereist seid, von den Drachen nicht zerstört wurde. Viel kann ich euch nicht anbieten, außer ein wenig Zivilkleidung. Ihr möchtet euch doch sicherlich auch irgendwann einmal ausruhen und aus eurer Kampfgarnitur herauskommen. Versorgungsfeldwebel Quinn kann euch sicherlich weiterhelfen. Ihr findet ihn westlich von hier am anderen Ende des Tunnels. Ja, nehmen wir doch direkt mal an. Auch wenn wir dann aussehen wie Bauern. Aber das ist ja auch egal. Hauptsache, wir haben ein bisschen andere Kleidung wie jetzt, das was wir anhaben. Und da ist auch schon der Versorgungsfeldwebel Quinn. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Ich sage, entweder sind die noch nicht synchronisiert worden oder wer weiß. Ich habe von den Ereignissen bei der Brücke gehört. Und auch, dass ihr den Vorboten aufgehalten habt. Wir stehen alle in eurer Schuld. Nox hat mich gebeten, euch neue Kleidung zu geben. Ja. Ich habe leider nichts Ausgefallenes, aber immerhin halten sie warm. Wirft einmal einen Blick in die Truhe. Auf Wiedersehen. So, annehmen. Und wir öffnen den Beutel mal. Bauerngewand anlegen. Und Bauerntunika anlegen. So, wenn wir jetzt, wie geschrieben, unten im Charakterbogen gehen können, können wir hier einmal unsere unsere normale Ausrüstung sehen. Und einmal unsere wie heißt es? Stadtkleidung. Ja, aber da wir das nicht brauchen, bleiben wir erstmal in der Kleidung. Und drücken F2 und und gehen direkt weiter zu Kommandant, zu Feldwebel Nox.
und holen uns unsere nächste Quest ab. Vom Tellerwäscher zum Millionär, abgeschlossen. Ihr seid zurück, gut. Ich habe mehr Arbeit für euch, sofern ihr daran interessiert seid. Der Diebstahl der Krone. Mir wurde von Störungen in den Gewölben unter der Halle der Gerechtigkeit berichtet. Seit dem letzten Angriff gibt es kaum noch Wächter, aber ihr solltet doch in der Lage sein, dem nachzugehen. Ich habe dem Torwächter mitgeteilt, dass ihr kommen werdet. Er wird euch ins Gewölbe lassen. Untersucht die Gewölbe unter der Halle der Gerechtigkeit. Alles klar. Nichts leichter wie das. Wenn ich jetzt noch den Weg finde, geht er hier lang oder in andere Richtung? Sliden. Okay, keine Ausdauer mehr, ein bisschen warten. Wobei das ein bisschen nervig ist mit der Ausdauer. Aber naja, gut, man kann halt nicht alles haben. Oder man kauft sich halt die Packages, die für viel Geld, dann kriegt man ein Reittier, einen Begleiter direkt etc. pp. Aber da gehe ich vielleicht auch noch später drauf ein. Ich muss mal ganz kurz husten. Da werde ich vielleicht später nochmal drauf eingehen. Oder es halt mal irgendwie verlinken im Spiel. Ihr seid derjenige, den Feldwebel Nox für die Untersuchung hergeschickt hat. Gut, dass ihr hier seid. Wir haben einige merkwürdige Geräusche aus dem Gewölbe vernommen. Eine andere der Wachen wollte sich einmal ansehen, hatte aber längst zurück sein müssen. Ich muss den Eingang bewachen. Werdet euch aber durchlassen. Was? Werde euch aber durchlassen. Meine Güte. Findet die Quelle der Geräusche und sucht Quartiermeister Otus. Er wird wissen, was dort vor sich geht. Das werde ich. Öffnet das Tor. Ja, ab in die Gewölbe, würde ich mal sagen. Um zu gucken, was da unten denn los ist. Und vor allem die verschwundene Wache zu finden. Tor öffnen. Und natürlich. Okay, wir haben wieder ein paar Pfeilträger. Wir müssen eigentlich direkt hier durch. Q drücken und tschüss. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Zwei Siegel drauf, zumindest für den Anfang. Zwei Siegel drauf. Ich muss ab und zu mal hier die Ecken kontrollieren, ob hier nicht vielleicht doch noch irgendwo eine Kiste steht, die wir plündern können. So, wir müssen dadurch. Scharfschüsse. Zwei Siegel drauf. Nach vorne. Q drücken. Und Party. Ja, bis jetzt relativ unterhaltsam. Wobei man halt noch nicht wirklich viel sieht. 1, 2, zack. Vor allem, man hat ja noch nicht wirklich viele Möglichkeiten. Wir haben ja jetzt nur Standardangriffe etc. So, hier haben wir einmal Diebstahlfertigkeitenpaket. Das wäre jetzt zum Beispiel was für den Schurken. Ich habe aber gerade noch was aufgenommen. Talisman der Genesung nur für taktische Magier. Okay. Schade. Wäre ja mal nice gewesen, wenn wir das direkt für uns gefunden hätten. Damit wir direkt uns voll ausstatten. So. Direkt mal Q drücken, weiter heilen und weiter geht's. Ja, da steht noch ein Rekrut in der Ecke. Den nehmen wir auch noch eben mit. Weil hier ist noch was. Mal gucken, ob das für uns ist. Gewölbepaket. Das wäre jetzt zum Beispiel für die zwei Krieger, zwei Handwaffenkrieger und für den Henk. Okay, bis jetzt noch nichts für uns. Schade. Okay, wir ziehen mal ein bisschen hier hinter die Ecke. Vielleicht kommen wir hier hin. Also es klappt normalerweise immer. Okay, bei denen funktioniert es nicht. Die bleiben einfach nur doof stehen. Der hat auch noch gar nichts mitbekommen. Den machen wir so fertig. So, da vorne ist noch eine Kiste. Mal gucken, ob wir die plündern können. Das normale Schatztruhe, die jeder plündern kann. Naturpaket. Eine Sammlung Werkzeuge einschließlich Pflanzensicheln, Bergbauhaken und einem Stab von 10 Fuß Länge. Ermöglicht Naturinteraktion mit einer 65%igen Wahrscheinlichkeit. Keine Ahnung, was das ist. So, da blinkt aber noch was. Zum Interagieren F drücken.
Wüstenrose. Okay, das ist einfach nur Handwerksmaterial. Und ich glaube, dafür brauchen wir dieses Paket, was wir gerade aufgesammelt haben. Okay, da ist der Vollstrecker. Und ein paar kleinere Viecher. Zudrücken. Für den nehmen wir dann noch die 1 dazu. Vielleicht wird es ja ein bisschen interessanter, wenn wir... So, das war wieder eine Schriftrolle der Identifikation. Durch Rechtsklick auf ein unbekanntes Objekt und Auswählen von Identifizieren können dessen Werte angezeigt werden. Ja, das wissen wir doch. Also bis jetzt war noch keine Truhe für uns dabei. Schade eigentlich. So. Und tschüss. So, da ist noch eine Truhe. Ich glaube, das ist eine normale Schatztruhe. Also wieder für alle. Richtig, eine normale Schatztruhe. Gucken, was wir da drin haben. Plattenrüstung. Also wieder nichts für uns. Schade. Aber wie immer, das Glück ist nicht auf meiner Seite. Und... ja, mal gucken. Ob wir die nicht... sehr schön gewesen. Und fertig. Vielleicht finden wir ja gleich noch irgendwie... was für... für uns. Direkt. So, das war es auch wieder. Geh mal. Ich glaube, hier diese Flammen, die sind für uns. Interagieren. Spricht oder ihr werdet euch wehtun. Muss. Schau mal kurz F2. Vaukin Segen. Gold plus 3 Bonus für 5 Minuten. Nee, für 3 Minuten. Also, die geben uns halt einen kleinen Boni. Gucken, ob auf der anderen Seite noch was ist. Naja, das ist aber nur für die Magier. Na gut, dann machen wir erstmal hier weiter. Wir gehen auf den Hexer. Und putsch. Wobei ich noch nicht so ganz durchblicke, wir können mal die 1 benutzen. Also wir kriegen wahrscheinlich einen... Upp, vielleicht war da was für uns bei. Kleiner Heiltrank, behandelter Gürtel. Okay, das Baumpaket, das brauchen wir vielleicht später noch. Das ist eine Rolle. Das brauchen wir definitiv nicht. Und den Gürtel legen wir einfach mal an. Und wir reden mit dem Quartiermeister Otus. Die Nescher haben sich während Valindras Angriff auf die Stadt in die Gewölbe geschlichen. Sie sind hier, um die Krone von Neverwinter zu stehlen. Sie hatten ihr Ziel fast erreicht, aber dann haben sie die Toten im Gewölbe entzürnt. Sie bekämpfen sich da unten gegenseitig. Ich habe sie hier hinter dem Eingang zum unteren Gewölbe eingeschlossen. Es gibt dort einen geheimen Schalter im Bücherregal, hinten an der Wand. Haltet die Nescher auf, bevor sie die Krone kriegen. Bleibt hier, ich werde sie aufhalten. Hier haben wir noch was. Eine Schriftrolle. J. Okay, wenn sich das hier jemand durchlesen möchte, kann er das gerne tun, aber bitte pausieren, weil kleine Sachen lese ich gerne vor, aber so lange Sachen sind halt immer so eine Sache und das kostet halt relativ viel Zeit. Und ich möchte halt euch auch so viel wie möglich vom Spiel zeigen und nicht 3 Stunden lang irgendwas vorlesen, weil das ist, ja, ein bisschen nervig. So, da haben wir ein Feuer, brauchen wir aber nicht, weil wir können uns auch so gut genug heilen. Und wir gehen einfach mal runter und sprengen die Party, würde ich sagen. Schade, wenn ich die direkt mit dem ich glaube, das ist was für uns, oder? Ne, Diebstahlpaket erforderlich. Och, gibt nichts für uns hier. Gibt leider nichts zu holen. Wollen wir mal gucken. Schuft, 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 schuft. Zombie, alles Zombies. Okay, wir hätten es vielleicht doch aufladen sollen. Aber im Notfall haben wir immer noch die Heiltränke. Noch mehr Zombies. Vorteil ist, die sind ein bisschen langsamer.
Und so können wir die einfach ein bisschen ärgern. So, haben wir hier noch was? Da liegt noch was. Mal gucken. Gewölbepaket. Wie soll es anders sein? So, mal gucken, ob wir hier noch irgendwas finden. Da ist auch noch was. Sieht aber stark nach Arcanis-Paket aus. Ja, Arcana-Paket. Jo, dann haben wir noch ein paar Zombies. Bogenschütze. Morsches Skelett. Ein Skelett-Salat. Und Kudu. Okay, dieses Skelett hier ist anscheinend ein bisschen härter. Aber macht nichts. Wir machen es auch so. So, wir gucken uns um. Vielleicht haben wir hier noch irgendwo ein, ja, eine Truhe übersehen. Nö, haben wir nicht. Okay, wir haben aber irgendwas aufgehoben. Ich muss mal ganz kurz gucken. Peinigende Ikone. Kraft, alles klar. Können wir noch mal anziehen. Ist für uns. Kraft plus 2. Ich weiß aber nicht, was das war. Dann nur ein C. Okay, das war ein Symbol. Nee, doch, Symbol. Ja, gut. Ja, ab und zu lese ich mal unten den Text. Unten links. Also falls ich mal kurz was störe, dann lese ich unten den Text und wundere mich über das, ja, was da steht. Aber okay, so, hier haben wir Kuh drücken, Kuh. Also wie wir sehen, der... Yay, 50 Skelette getötet. Der Kleriker ist halt kein perfekter Charakter zum Leveln. Den hatte ich auch darum ausgewählt, weil wir halt zu zweit leveln. Und da geht das halt ein bisschen schneller. Da wir aber jetzt gerade erstmal zu alleine hier rumrennen, zieht sich das ein... interagieren, Religionsfertigkeit, verwenden. Sehr schön. Wir haben Wollreste, Eisenerz, einfaches Leder und Eisenplatten. Alles nur für Berufe. Und wir gehen mal kurz auf die andere Seite. Och nee. Da oben ist ein doofer Bogenschütze entstanden. Also ich habe noch keinen wirklichen Self-Heal. Oder allgemeinen Heal, weil das macht alles irgendwie Schaden. Ich weiß nicht, ob das... das Spiel nicht wirklich auf einen Heiler hinausläuft, oder... Okay, hier haben wir auch noch ein bisschen was für die Berufe. Ja. Da links haben wir wieder irgendwas fürs Natura-Paket. Okay, wir gehen mal eben hier hinter. Weil jetzt kommen die Skelette auch nach, das ist schon mal sehr nice. Aber wieder nicht alle, sondern nur der Teil, der möchte. So. So, da haben wir noch einen Heiltrank. Da haben wir ein paar Stiefel, die wir nicht anziehen können. Und wieder ein kleiner Heiltrank. Und wieder Naturpaket. Mal gucken, was wir jetzt finden. Okay, wieder Standardsachen für die Berufe. Ja, und weiter geht's. Ich verstehe nicht, was das mit dem Admin zu tun hat, aber ich will euch ja natürlich nicht damit nerven. Weil wenn ich das noch nicht verstehe, versteht ihr das wahrscheinlich auch nicht. Es sei denn, ihr wisst, was das heißt, weil ihr Neverwinter schon vielleicht spielt. Und nur durch Zufall oder Spaß hier reingeklickt habt und könnt mir sagen, was das heißt. Admin Savera Secretus has acquired a heavy Inferno Nightmare. Vielleicht hat es... ja, keine Ahnung. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel Müll reden und zu viel spekulieren. Honor, schnell, die Krone! Der Wächter wacht auf! So, ein Satz. So, und wir müssen uns jetzt um diesen komischen Wächter da kümmern. Guardian of the Night. Ich weiß gar nicht, wie lange der hält.
Okay, jetzt ist das Ding weg, ungefähr. Zur Hälfte. Unser Buff. Unser Heilbuff auf den Gegner. Nehmen mal die 1. Mal gucken, was. Und jetzt erledigen wir ihn. Okay, die Skelette wollten nicht mitkommen, so wie es anscheinend von ihm. Ihr seid zu spät. Die Krone gehört den Naschern. Oder Naschern. Weiß ich nicht, wie man das aussprechen soll. Ja, wir gucken uns mal kurz links, rechts rum, ob hier noch irgendwo eine Kiste steht. Zum Beispiel die da. Öffnen. Alles nehmen. Und weiter geht's. Auf die andere Seite. Vielleicht steht da noch irgendwie eine Religionskiste. Okay, wir kommen da nicht raus. Dann hat sich das schon wieder erledigt. Und wir müssen nach oben und uns gucken, wie die Krone weg ist. Tatortuntersuchung abgeschlossen. Die Krone von Neverwinter wurde gestohlen. Aasfressergürtel aufgenommen. Gucken wir eben kurz, vergleichen wir eben. Maximale Trefferpunkte und Robustheit. Ja, wir nehmen mal Trefferpunkte mit. Ich muss mich da nämlich auch nochmal genauer mit auseinandersetzen, was genau was heißt. Und das mache ich am besten, wenn ich mal kurz so reinguck. Dann kann ich euch das besser erklären. Es sei denn, ihr wisst es, wie gesagt, einfach unten reinschreiben. Dann muss ich nicht ganz so viel rumeiern. Und hab's halt direkt auf einem. Und ja, ich würde sagen, wir geben jetzt ganz schnell die Quest ab und teilen Feldwebel Nox mit, dass die Krone abhanden gekommen ist, bis sie gestohlen worden ist. Und dann machen wir auch eine kurze Pause. Die Protectors Enclave braucht eure... Es war mutig von den Naschern, die Gewölbe so kurz nach Vilandras Angriff zu überfallen. Danke für eure Hilfe bei der Verteidigung. Unglücklicherweise sind die Nascher mit der Krone von Neverwinter davongekommen. Die Krone ist ein mächtiges Symbol für die gerechte Herrschaft in der Stadt. Sie muss gefunden werden, bevor die Nascher die Rebellion starten können. Quest abschließen. Auf der Suche nach Anna. Diese Honor. Anna, wie auch immer. Die Nascher haben die Krone von Neverwinter aus dem Gewölbe gestohlen, aber wir können sie immer noch zurückholen. Und zwar müssen wir lediglich die beiden entflohenen Diebe fangen und zurückverfolgen, wo die Nascher die Krone verstecken. Wir wissen, dass sich einer der Diebe, eine flinke Einzelgängerin mit dem Namen Honor Riak, in einem verfallenen Gebäude nahe der Treibholztaverne verstecken. Die Nascher werden das Weite suchen, wenn sie mich und meine Truppen erblicken. Aber ihr könnt sie womöglich in die Ecke drängen und herausfinden, ob sie die Krone noch hat. Bei sich hat so. Annehmen. Ja, wir gucken nochmal eben kurz an, was wir Neues kriegen. Wir haben neue Kräfte und neue Aufstiegskiste erhalten. Neue Kräfte. Das heißt heilendes Wort. Es sind 3 Begegnungsangriffe möglich. Ein erneutes Wirken auf Betreffende. Achso, das ist der Hot, den wir vorhin vorgelesen haben. Ungleichen das nicht. Er schleudert einen mächtigen Lichtstrahl durch Gegner vor euch. Göttlichkeit. Das war's. Wir nehmen direkt das heilende Wort. Ja. Quest abgeschlossen. Gut. Was für eine Quest? Ja, und die Kiste wird automatisch immer höher. Wenn ich das so richtig verstanden habe. Dieses geheime Vollpaket enthält Gegenstände, die ihm bei den Abenteuern sehr gut zukommen. Er lässt sich ab Stufe 9 mit Doppelklick öffnen. Okay. Tja, und ansonsten haben wir hier nur ein kleines Erste-Hilfe-Paket. Brauchen wir jetzt so noch nicht. Die Schriftrolle brauchen wir auch noch nicht. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.